Anhand einer Gleichgewichtsreaktion können wir verschiedene kinetische und thermodynamische Prinzipien sehr schön erläutern. Wir betrachten eine Gleichgewichtsreaktion A zu B und zurück. Die Hinreaktion hat eine Aktivierungsenergie von 9,86, die Rückreaktion eine Aktivierungsenergie von 19,7 kJ pro Mol. Gegeben sind die Geschwindigkeitskonstanten bei 298 Kelvin. Gefragt ist nach Geschwindigkeitskonstanten und Gleichgewichtskonstanten bei 298 und 398 Kelvin. Mit der Arrhenius-Gleichung können wir Geschwindigkeitskonstanten von einer Temperatur auf die andere umrechnen, sofern wir die Aktivierungsenergie haben. Wenn bei einer Temperatur T2, 298 Kelvin, die Geschwindigkeitskonstante bekannt ist, wenn auch die Aktivierungsenergie bekannt ist, können wir die Geschwindigkeitskonstante bei einer anderen Temperatur T1, 398 Kelvin, leicht errechnen. Es ergibt sich ein Wert von 10,1 durch Stunde. Auch die Rückreaktion wird schneller. Wenn wir die Werte einsetzen, stellen wir fest, die Rückreaktion beschleunigt sich vom 2,7 auf 19,9 durch Stunde. Wird also deutlich mehr beschleunigt als die Hinreaktion. Das hängt mit der höheren Aktivierungsenergie zusammen. Es gibt eine Beziehung zwischen der Gleichgewichtskonstante und den Geschwindigkeitskonstanten von Hin- und Rückreaktion. Wenn wir diese Beziehung anwenden, stellen wir fest, dass bei 273 Kelvin eine Gleichgewichtskonstante von 1,37 vorliegt, bei der höheren Temperatur von 373 Kelvin die Gleichgewichtskonstante 0,51 beträgt. Aus der Differenz der Aktivierungsenergien können wir auch die Reaktionsenthalpie berechnen. Es sind dies minus 9,84 kJ pro Mol. Wenn wir bei einer exothermen Gleichgewichtsreaktion die Temperatur erhöhen, beschleunigt sich sowohl Hin- als auch Rückreaktion. Die Rückreaktion beschleunigt sich jedoch stärker als die Hinreaktion. Das bedeutet, die Gleichgewichtskonstante nimmt bei Erhöhung der Temperatur